ihr Hübschen, ich schon wieder oder immer noch. Ich meine, ich bin jetzt in einem Dankbarkeitsfieber und werde diese schönen Videos jetzt einzeln hochladen und dann wird täglich ein Dankbarkeitsvideo kommen. Und dieses Dankbarkeitsvideo geht jetzt einfach mal an meine treuen Fans, die seit jetzt dabei sind, seit früher dabei sind, seit vielen, vielen Jahren auch dabei sind. Ich kann mal so Beispiel nennen, nicht nur, ich nenne hier keine Namen meiner Fans, sondern ich nenne nur die Jahre, denn es gibt viele, die sind von meinen 16. oder 17. oder 18. oder 20. oder 19. oder was weiß ich für ein Lebensjahr an meiner Seite. Und egal, ob ich jetzt was gemacht habe, im musikalischen Sinne oder nicht, sie waren da und ich möchte euch sagen, Dankeschön, ich habe euch immer gehört, ich habe alle Nachrichten gelesen und natürlich habe ich auch, wie ihr wisst, zwischendurch geantwortet. Und das wollte ich einfach nur mal loswerden, dass ich so dankbar dafür bin, für eure Treue, für eure Zeit, für eure Geduld auch noch, dass ihr mich trotz alledem weiter begleitet habt, ob ich jetzt noch moderiert habe oder gesungen habe oder nicht. Ihr wart da und zwischendurch, ich habe es gehört, nicht nur ich habe es gehört, ich habe es gelesen und gehört. Natürlich hat der eine oder andere mich auch mal angerufen oder wie auch immer mit mir gesprochen. Ich habe es wirklich gehört und gesehen und gelesen, dass ihr euch immer noch zwischendurch wünscht, mich wiederzuhören. Ob in Radio, als Moderatorin oder wie auch der eine und andere und die eine und andere geschrieben haben. Wann kommt denn mal ein neues Lied von dir? Ihr könnt euch drauf verlassen und darauf freuen, meine ich. Ich freue mich schon selber darauf. Es kommt etwas Neues raus. Ich kann nur sagen, vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr, es wird erstmal ein Lied werden. Und was danach noch kommt und mir inspiriert und was mir noch kommt an eigenen Texten und Melodien, das liegt dann in den Sternen, besser gesagt auch in mir. Ich spüre es aber auch schon, oder ich meine, ich merke es schon. Es macht mir natürlich immer wieder Freude und nicht nur Freude, sondern ich habe es eigentlich irgendwie auch vermisst, ne? Genauso wie ihr mich vermisst habt, habe ich euch vermisst und auch die Musik, kann ich jetzt einmal mal kurz so zu sagen. Und ich danke euch wirklich für die Treue und eure liebste, tolle Geduld. Ich habe euch wirklich lieb und ich freue mich schon richtig drauf und hoffe, euch gefällt dieses eine und andere Lied dann. Es wird erstmal ein, ja, ich würde mal sagen, etwas komisches Lied, aber ich hatte Freude daran. Ich hatte wirklich Freude daran und habe mich selbst darüber ein bisschen halbwegs kaputt gelacht. Über den Text und über die Melodie und überhaupt. Und ich freue mich auch darauf, dass ich es weniger alleine rausbringen werde, sondern dahinter auch einige Menschen stecken oder eine ganz tolle Komponistin. Das Ganze wird natürlich dann publik gemacht, wenn es dann fertig ist. Dann wird es natürlich Werbung, PR geben und ihr werdet es mitbekommen. Und dann dürft ihr selbst entscheiden, ob es euch dann gefällt und ob es euch dann anspricht, dieses neue Lied. Oder ob ihr sagt, ach nee, jetzt das ist aber mir nicht. Ich warte erstmal auf ein anderes Lied, was dann Anja rausbringt. Ihr könnt gerne noch weiter Geduld haben. Ich habe auch mit mir Geduld. Ich bin voll gelassen und glaube daran, dass es einfach demnächst noch mehr Neues gibt und noch mehr neue Lieder von mir geben wird. Und ich freue mich darauf und wollte einfach nur mal nochmal Danke sagen für eure Treue. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Lasst euch nur gut gehen und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ciao.